meine Damen und Herren, ins Netz gegangen, neue Wege zum kulturellen Erbe, so heißt diese Konferenz hier in der Kinemathek. Und das ist ein Thema, was sich natürlich um die Zugänglichkeit des kulturellen Erbes dreht. Zugänglichkeit für jedermann, unabhängig von Zeit und Ort. Das ist natürlich eine besondere Chance und auch eine ganz besondere Herausforderung. Und es ist etwas, worauf nicht nur die allgemeine interessierte Öffentlichkeit wartet, sondern auch die Forschung, die Hochschulen, die Schulen selbst. Es soll etwas sein, was ja für alle bereitstellt. Die Bereitstellung von Wissen ist für die Kulturerbe-Einrichtung in dieser Form eine der ganz zentralen Aufgaben, und sie reicht eben mit den Möglichkeiten, die bestehen werden, eben eine ganz neue Dimension. Nun, was ist das Besondere an diesem Gedanken? Die Vernetzung von Fachleuten und Facheinrichtungen ist im Grunde in der Forschung längst Arbeitsalltag und auch schon immer gute Praxis wissenschaftlichen Arbeitens gewesen. Nicht erst heute, sondern auch schon im 19. Jahrhundert und noch weiter zurück. Selbst im Zeitalter der Postkutsche war man, wenn man genauer schaut, oft erstaunlich gut und weitreichend vernetzt. Und gerade zum Beispiel die Handschriftenabteilung oder die diversen Nachlässe in der Staatsbibliothek zu Berlin oder in anderen Einrichtungen zeigen das eigentlich sehr gut. Aber heute sind wir natürlich in einem Systemumbruch mittendrin. Die Umstellung auf elektronische Werkzeuge stellt uns vor eine ganz besondere Herausforderung. Die traditionellen Werkzeuge sind neu zu denken, Findbücher und ähnliches mehr, Eingangsbücher, Kataloge. Und die Grundlagen für die Nutzung des Internets als Plattform werden von uns heute ganz neu gelegt. Und die SPK als größte deutsche Kultureinrichtung, für die ist das eine besondere Chance auch. Denn wenn man sich überlegt, und ich hatte mir das natürlich vor 3,5 Jahren bei meinem Amtsantritt auch überlegt, was ist eigentlich die SPK, wenn es mehr sein soll als ein reines Dach von Museen, Bibliotheken, Archiven und Forschungseinrichtungen. Und ich glaube, da ist die Chance, die Bestände, digitalen Bestände, die ja an allen Stellen der Stiftung existieren und weiter wachsen, sie zusammenzuführen, glaube ich, auch für uns ein ganz, ganz zentrales, man kann sagen, wirklich ein ureigenstes Anliegen, das virtuelle Zusammenführen der verteilten Bestände. Und die elektronischen Netzwerke haben natürlich viele Besonderheiten. Sie sind offen, sie sind jedermann zugänglich, sie sind ungemein dynamisch. Stetig entstehen neue Kooperationspartner, Google, Wikipedia, neue Formen der Kooperation. Die Inhalte sind aber auch nicht immer kanalisiert. Vielfach kann nahezu jeder Inhalte einstellen in die Netzwerke, in das Internet. Und entscheidend sind die Inhalte und die Übertragung. Es ist letztlich nicht ausschlaggebend die Quantität der Webseiten, sondern die Qualität der Datenverbindung. Und daraus ergeben sich natürlich auch Folgen für die Kultureinrichtung. Wie können die Kultureinrichtungen in dieser Konstellation bestehen? Wie können sie in solch manchmal durchaus ein bisschen chaotischen Umgebungen Kompetenz und Qualität bewahren? Und es sind vielerlei Konsequenzen, die sich daraus ergeben. Zunächst einmal müssen Inhalte ins Netz gebracht werden, und die Erzeugung von Digitalisaten ist da ganz entscheidend. Dann müssen die Objekte aber auch mit den beschreibenden Metadaten verknüpft werden. Die Maßstäbe und Techniken sind in ständigem Wandel. Das, was gestern noch hochauflösend war, kann man heute oft nur noch als Vorschaubild nehmen. Und auch viel Digitalisierungsarbeit ist noch zu leisten. Es gab ja jüngst wieder eine Empfehlung der Europäischen Kommission, die Digitalisierung des kulturellen Erbes doch massiv voranzubringen. Ein Appell an die Mitgliedstaaten, sie sind aufgefordert, stärker zu investieren und eine umfassendere Zugänglichkeit des kulturellen Erbes zu ermöglichen. Es müssen aber auch die frei zugänglichen Inhalte von überspezialisierten Werkzeugen befreit werden und in allgemeinverständliche Formen übersetzt werden. Wir müssen aber auch gemeinsame inhaltliche und technische Standards für die Inhalte im Netz entwickeln. Wir müssen Plattformen schaffen, in deren Wissen über unsere Inhalte gebündelt bereitgestellt werden kann. Und auch hier wiederum in der SPK, für die SPK, auf die SPK bezogen, haben wir ein neues Format entwickelt, ein neues Portal, SPK Digital, ein Gesamtnachweis über unsere Sammlungen, über unsere digitalen Inhalte. Die SPK und alle ihre Einrichtungen verfügen über eine große Zahl von Online-Angeboten, Webseiten der Einrichtungen, zum Teil auch einzelne Abteilungen, dann aber auch sehr spezialisierte Forschungsdatenbanken, die an vielen Stellen
Entstehen und im Wachsen begriffen sind. Man könnte zum Beispiel die Cuneiform Digital Library, die wir zusammen mit der Max-Planck-Gesellschaft und dem Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte hier in Berlin entwickeln und viele andere. Und aus diesem Grunde ist es wichtig, für das, was wir alleine zu bieten haben, schon einmal eine gemeinsame Plattform zu schaffen und alle Ressourcen einer einrichtungs- und spartenübergreifenden Suche zur Verfügung zu stellen. Und es geht dabei einerseits um einen Gesamtnachweis der Bestände der Stiftung. Die Beta-Version wurde übrigens vor wenigen Tagen gestartet. Es sind schon jetzt über 11 Millionen Nachweise enthalten. Es sind zum Beispiel alle OPACs der Einrichtungen, der staatlichen Museen, der Staatsbibliothek, des Iberoamerikanischen Instituts, des Geheimen Staatsarchivs preußischer Kulturbesitz. Es ist das Bildmaterial aller Einrichtungen, Calliope-Nachweise der Einrichtungen, die Online-Findbücher des Geheimen Staatsarchivs und andere diverse direkt von SPK digital verwaltete Bestände. Und wir arbeiten auch daran, vermehrt solche Datenbanken einzubinden, an denen, und zwar die gemeinsam mit externen Partnern bestehen, an denen Bestände der SPK-Einrichtungen beteiligt sind. Manuscripta Medievalia zum Beispiel oder auch das Bach Digital, an dem wir ja ebenfalls die Staatsbibliothek zu Berlin mitwirkt. Naturgemäß ist der Anteil der präsentierten Digitalisate noch gering, doch es laufen auch hier vielfältige Digitalisierungsbemühungen in den einzelnen Einrichtungen und der Auf- und Ausbau neuer Plattformen ist in vollem Gange. Es ist ein eigenfinanziertes Projekt der Stiftung Preußischer Kulturbesitz und es ist aber, das ist uns klar, auch nur ein erster Schritt, aber ein Schritt, den wir auch beitragen wollen. SPK Digital ist keine reine Suchmaschine. Es soll auch ein Präsentationsportal sein mit fach- und einrichtungsübergreifenden Themenportalen. Einzelne Themen sollen hier vertiefend redaktionell dann auch bearbeitet werden. Und das ist der Punkt, wenn Sie die Themen vertiefend aufbereiten wollen, müssen sie eben auch redaktionell bearbeitet werden. Das geschieht derzeit für Friedrich 300. Das ist ein solches aufgrund des bevorstehenden Jubiläumsjahres, ein solches Themenportal in Vorbereitung. Kinder- und Jugendkultur, an dem die Staatsbibliothek ganz besonders mitwirkt. Und dann auch rund um Humboldt ist ein weiteres dieser Themenportale. Das ist aber nur das, was die SPK selbst für sich aus ihren Beständen entwickeln möchte und natürlich die Deutsche Digitale Bibliothek. Das ist die nächsthöhere Ebene, in die das natürlich einfließen soll. Die Deutsche Digitale Bibliothek, dieser große Verbund, der sich im November vergangenen Jahres durch die Konstituierung der Strukturen entsprechend aufgestellt hat, mit einem Kompetenznetzwerk, was schon länger agiert, auf Beschlüsse auch eines Bund-Länder-Abkommens, eines Kuratoriums, in dem der Vorstand Vertreter des Kompetenznetzwerks, in dem eben Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen eingebunden sind, die auf dem Gebiet der Digitalisierung entsprechende Kompetenzen vorweisen können und dann im Kuratorium gemeinsam mit Vertretern von Bund, Ländern und kommunalen Spitzenverbände die Entscheidungen treffen. Es gibt einen Vorstand, in dem alle Sparten auch mit beteiligt sind. Und das ist das, was im Grunde dann die digital bereits vorhandenen Bestände, Inhalte zusammenführen und über ein Kulturportal erlebbar machen soll. Es ist geplant, dass Mitte des nächsten Jahres von der Deutschen Digitalen Bibliothek dann eine begrenzte Pilotversion beginnen soll. Es ist ein großes, mit Fraunhofer IAES, FITZ Karlsruhe sind eingebunden, was die ganzen technischen Bereiche betrifft. Es ist ein großes und hochkomplexes Thema. Es wird dazu ja heute Nachmittag auch nochmal einen Vortrag geben. Aber ich glaube, es ist eine ungemein große Chance für Deutschland als Kultur- und Wissenschaftsnation auch global sichtbar zu sein und seine Bestände eben sichtbar zu machen. Und natürlich ist die Deutsche Digitale Bibliothek ein ganz entscheidender Beitrag dann für die Europäer, die ja schon seit einigen Jahren existiert, in denen andere Länder mehr Inhalte einbringen. Wir haben letztens eine Diskussion gehabt, vielleicht vor einem Jahr, mit Vertretern des Europäischen Parlaments, die auch sagten, eine deutsche Vertreterin, die dann auch meinte, Deutschland hat hier schon jetzt mal beträchtlichen Nachholbedarf. Wenn man zum Beispiel unter Goethe recherchiert, dann findet man vor allem Eingaben aus Polen. Aber wo ist Deutschland? Wo ist Deutschland sichtbar? Und ich glaube, das ist ganz, ganz zentral. Frankreich und Großbritannien sind hier führend, auch in der Erstellung digitaler Inhalte. Sie wissen vielleicht, dass
der französische Staatspräsident Nicolas Sarkozy vor ein oder zwei Jahren verkündet hat, dass 750 Millionen Euro vom französischen Staat für die Digitalisierung des kulturellen Erbes bereitgestellt werden. Das sind natürlich riesige Zahlen. Man braucht doch große Zahlen, um wirklich nachhaltig voranzukommen. Allerdings unsere Kontakte mit Leitern doch bedeutender französischer Museen, Bibliotheken, Archive, wenn man die dann fragt, was ist denn schon angekommen von diesen 750 Millionen, dann merkt man, dass auch hier die Realität dann meist anders aussieht. Aber ich glaube, es ist dennoch wichtig, dass das auch von der Politik als zentrale Aufgabe gesehen wird. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass die Politik das tut, was sie tun kann. Es gibt viele andere Bedürfnisse, die finanziell zu unterstützen sind. Aber ich glaube, es muss als zentrale Aufgabe gesehen werden. Und es muss in dem, wie gesagt, in den Möglichkeiten, die der Politik zur Verfügung stehen. Und das sind Bund, Länder und Kommunen gleichermaßen gefragt. Denn das sind die Träger der deutschen Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen. Die müssen hier Dinge ermöglichen. Die rechtliche Sicherheit, die ist auch noch verbesserungswürdig. Die Klärung des rechtlichen Rahmens, welche Rolle wird zeitgenössische Kunst etwa künftig im Bereich dieser Plattformen spielen können? Endet unsere Tätigkeit wirklich dort, wo das Urheberrecht einsetzt? Wird das 20. Jahrhundert dann genau aus diesem Grund künftig weitgehend fehlen? Ich meine, das ist nicht anzustreben. Es gibt vom Bundesministerium für Justiz, arbeitet man an einer Lösung? Da gibt es verschiedene Überlegungen über Verwertungsgesellschaften und so weiter, diese Frage zu lösen, weil man auch hier sieht, dass man vorankommen will. Denn es ist eben nicht ausreichend, dass man die kulturellen Inhalte letztlich nur bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts in ein solches Portal einführen kann. Es haben auch schon mehrfach Tagungen zu Fragen des Urheberrechts und bei auch was Schranken für die Zugänglichmachung von Kulturgut betrifft, stattgefunden. Aber es müssen einfach die rechtlichen Regelungen verändert werden. Und damit wir bei all diesen, auf diesen verschiedenen komplizierten Feldern zügig vorankommen, glaube ich, ist es wichtig, dass man zusammenwirkt. Das muss arbeitsteilig vorgegangen werden. Man braucht starke Partner. Und auch diese Veranstaltung, glaube ich, die dient dazu, ein solches Netzwerk mit Partnern zu verdichten und weiter zu verstärken und die gemeinsamen Aufgaben auch zu sehen. Ich meine, Google ist ein wichtiger Partner. Wir wissen, die Massendigitalisierung von Büchern, von Bibliotheken, München, aber auch Lyon, international, Wien, ist man hier doch, tut man etliches, was ohne diese Investition nicht möglich gewesen wäre. Und es ist auch klar, dass bei solchen Arten der Kooperation natürlich immer die Konditionen entscheidend sind. Wir haben bei dem Google Arts Projekt gesehen, was man mit Hilfe dieser virtuellen Museumsbesuche bewirken kann, die keinesfalls den Besuch im Museum ersetzen werden. Das wird nie passieren. Ich glaube, die Aura des Originals wird immer ganz entscheidend sein. Aber immer mehr Menschen planen heute ihre Besuche in Metropolen, in den Museen dann schon im Vorfeld. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Hilfsmittel. Und natürlich davon mal ganz abgesehen, wenn es einmal nicht nur so exemplarisch wie das Google Arts Projekt, sondern wenn es einmal wirklich umfassender verfügbar ist, eben auch die Möglichkeiten, die es für Wissenschaft und Forschung bietet. Aber auch Wikimedia ist ein Mitveranstalter dieser Konferenz, doch ein gewaltiges Nachschlagewerk, was zu einer immer häufigeren Anlaufstelle oder ersten Anlaufstelle für Informationen oder für das Erreichen von Informationen auch wird. Und gemeinsam müssen wir digitale Plattformen erarbeiten, aber auch neue Formen der Zusammenarbeit finden, um Relevanz und Qualität zu sichern und zwischen den Institutionen auch festere Netze bei dieser gemeinsamen Aufgabe knüpfen zu können. Die Kultureinrichtungen gelten ja in der öffentlichen Meinung als zuverlässige und auch vertrauenswürdige Quellen. Und ich glaube, diese Erwartungen, die dürfen wir nicht enttäuschen, auch was das Bereitstellen eben digitaler Inhalte über solche Plattformen betrifft. Und das ist auch eine Herausforderung. Was sind die Konsequenzen, wenn man sich diesen Weg weiter vorstellt? Der Elfenbeinturm vieler Wissenschaften und Kultureinrichtungen geht verloren. Kultureinrichtungen sind heute vor die Aufgabe gestellt, ihr Know-how und ihre Inhalte auf eine neue Art zu präsentieren. Vielleicht ist es noch ein bisschen übertrieben zu sagen, aber ich meine doch, man muss sich vor Augen halten, wenn man nicht diese Wege geht, dann kann es auch sein, dass das Wissen, das bereitgestellt werden kann, nicht mehr entsprechend wahrgenommen wird und dadurch auch für viele verloren gehen könnte. Es sind neue Wege der Zusammenarbeit, auch international, fächerübergreifend,
Spezialisierungen übergreifend zu finden und zu entwickeln. Und die Möglichkeiten der Präsentation, der Wissensvermittlung und auch der Wissensgenerierung, die wandeln sich ja in so rasanter Geschwindigkeit. Da müssen die Kulturerbeeinrichtungen, aber auch die Wissenschaftseinrichtungen attraktive Wege finden zur Informationsbereitstellung. Und um all diese vielfältigen Aufgaben und neue Partnerschaften anzugehen, ist es auch wichtig, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Diese Konferenz wird hoffentlich wichtige Anhaltspunkte liefern, um zu sehen, wie wir hier gemeinsam vorankommen können. Ins Netz stellen, das ist wichtig. Und man fragt sich aber auch, und daran muss man auch denken, und dann? Aber ich meine schon, dass die Kreativität, die Freude am Forschen durch diese gemeinsame Aufgabe gefördert werden kann. Denn wenn immer mehr Leute zu immer mehr Informationen Zugang haben, dann finden sie auch immer wieder Neues heraus. Insofern wünsche ich Ihnen eine erfolgreiche, eine gewinnbringende Tagung, dass neue Netzwerke geknüpft werden und dass wir bei den vielfältigen Aufgaben und Fragen und Schwerpunkten, die anzugehen sind, die zu lösen sind, gemeinsam vorankommen. Vielen Dank.